praktisch, wenn man aufzieht, die Kran ausschaltet, wenn man mal nicht aufpasst. Bisschen Wasser drauf noch hat, flutscht es ein bisschen besser. Grüß euch und habe die Ehre zum Vlog 220, jetzt am Montag, 23. Januar. So, ich bin bloß mal schnell kurz in die Garage rein, weil ich da was machen habe müssen. Das Erste, was ich machen habe müssen, ist mein neuer Schweißschutzschild testen. Einwandfrei, funktioniert gut. Tipptopp, vielen Dank nochmal. Super. Und das habe ich testet an einem Ding, weil ich mir da eine Schraube gemacht habe, wo ich bloß eine Mutter dahinter drauf geschweißt habe, weil ich das, also das ist eine Gewindstange gewesen. Ich habe da unter Gewindstangen alle Sortimente, oder? Und da kann ich mir halt schnell einmal irgendwelche Schrauber herstellen, was ich gerade brauche, oder? Und das habe ich jetzt da gemacht, weil ich da, warte mal, praktisch so, das muss da als Halterung da rein. Das ist ein, aus was ist das? Irgendwie so ein Schaumstoff, ein ganz ein harter Schaumstoff. Das ist im Kran drinnen, wenn man die Gabel nach oben zieht, dass das als Anschlag ist, wo der dann ausschaltet, wo der Endschalter ausschaltet. So drückt das Ding da oben nach. Und das ist eben kaputt gegangen, die Schraube, und das habe ich jetzt neu gemacht. Und die mache ich jetzt noch schnell rein, da zeige ich das, was ich da gemeint habe. Das ist leichter, bevor ich da jetzt lange umeinander schwätze. Und was noch ein mal wissen hat, will, ob ich bei meinem Traktor, bei unserem Ding, eine Motorverwärmung habe. Stromkabel anschließen. Kühlwasser wird aufgeheizt. Ist gut. Weil es ist nämlich Dussa. Jetzt haben wir wieder sehr nett Winter, gell? Und ein eiskalter Ostwind geht. Das pfeift und ist. Und da hänge ich es dann doch einmal lieber nach, und weil ich nachher muss in einen Siloball reinfahren, und dann kann der sich ein bisschen vorwärmen und ist natürlich auch viel besser für Schleiß und für alles. Gell? Genau so, sonst sagen wir, wenn es so 0 Grad hat oder so, hänge ich das nicht nach. Aber jetzt haben wir ja immer noch 6, 7 Grad, 5, 6 Grad, irgendwie sowas, und halt der Wind und da, ungemütlich. Und dann soll es der auch ein bisschen warm haben. Gell? So. Ich gehe jetzt mal schnell auf und dann mache ich da oben noch mal kurz die Kamera und zeige euch, was ich da gemacht habe. So, jetzt einmal kurz. So, so ein Ding, Kran, Ausleger, und da ist ein Seil, wo die Gabel rauf und runter fährt, oder? Und das da habe ich jetzt diesen Boulder da reingemacht. Dieser Schalter ist da ist dahinter, da ist der Schalter drin, wo praktisch, wenn man aufzieht, die Kran ausschaltet, wenn man mal nicht aufpasst. Normalerweise lässt man eher immer ein bisschen so hängen. Aber wenn du halt einmal wirklich Vollgas da dann aufhast, dann fahrst du da dagegen. Und dieses Ding drückt halt dahinter nach, dass das ein bisschen, gedämpft ist. Das ist so ein harter Gummi, irgendwie so ein Zeug ist das. Und der Schalter ist da drinnen, der schaltet dann aus. Und das ist eigentlich das ganze Hexenwerk. Nichts Besonderes, aber es ist halt verloren gegangen. Ne? Weil ich habe keine selbstsichernde Schraube. Jetzt habe ich halt zwei aufeinander. Ich habe auch schon, Schraubensicherung oder sowas habe ich jetzt auch da. Das Zeug in einer kleinen Flasche oder sowas. Das wäre ganz praktisch für sowas, gell? Das gibt es in verschiedenen Stärken. Da hätte wahrscheinlich da auch gereicht, wenn man so eine Schraube drauf tut. Aber habe ich halt nicht. Muss es halt so machen. Gell? Okay, gut. Das war's. Kurz und schmerzlos. Nächste. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja, Werkstatt. Heute mal. Und ich habe da etwas. Wie fange ich das an zu erklären? Also, es ist so. Bei uns im Wohnhaus, wo es der Eingang, halt der Eingangsbereich ist, genau so, der Eingangsbereich, wo dann zu unserer Wohnung geht und wo dann Stiergen auf geht zu unseren Gästen und so weiter, also zu Ferienwohnungen auf.
Da ist eigentlich nur ein relativ schmaler Gang, geht da halt rein und dann geht's schon auf und in die Wohnung und so weiter. Und das, was ich jetzt, auf was ich hinaus will, ist das, wir haben immer ein bisschen, wenn wir mit unseren Gästen abrechnen, wenn die heimfahren und so weiter, oder, ist es immer so, entweder hast du die Möglichkeit, du gehst halt, wenn deine Abrechnung fertig hast, hoch in die Ferienwohnung und hockst die mit denen rein und machst da die Abrechnung. Oder wenn die schon alle ausgeladen haben und, oder ausgeladen, ihre Sachen aus der Wohnung raus haben und ins Auto eingeladen und stehen dusser vorm Haus und wollen da abrechnen, weil sie halt schon fertig sind jetzt. So, jetzt standen wir immer dusser und dann macht man das so dusser zwischen Tür und Angel, so mehr oder weniger. Weil wir keine, ja klar, keine Rezeption oder sonst was, sowas hat man bei uns, ist ja klar, wir sind ja Bauernhof und kein Hotel. Aber es ist halt oft ein bisschen, ja, blöd. Irgendwie, wenn du die Rechnung in die Hand drückst und dann drückt er das Geld in die Hand und zählst dir da in die Hände rein oder wie auch immer. Und irgendwie ist es halt ein bisschen so. Und jetzt haben wir gedacht gehabt, irgendwie müsste man doch in dem Gang irgendwas haben, wo man diesen Zahlvorgang oder dieses Abrechnen machen könnte. Also wie wenn du halt irgendwo an einer Rezeptionstheke stehst, oder? Und praktisch die eine ist da drüber, die andere hin und du machst da halt, oder? Und sowas haben wir gedacht. So, aber jetzt im Gang, weil der Gang ja schmal ist, muss ich da irgendwas anderes einfallen lassen. Also da kann ich jetzt keine Theke einbauen, das geht nicht. So, und meine Lösung, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es nachmache, aber ich baue es jetzt einmal. Meine Lösung ist das, dass ich möchte ich möchte ein kleines Regal, wie das hier nicht, oder? So, was ich jetzt da mal an die Wand mache. 10 cm stark bloß. Mit vorne einer Klappe da. Also, das müsst ihr euch da so vorstellen. Dieses Ding hängt so da. Vorne machst du die Klappe auf. Dann hängt das so schräg runter. Ist da fest. Und gilt wie so ein kleiner Tisch, so in der Art. Also, so auf die Höhe, ein bisschen weiter runter. Wo man dann halt so seine Sachen machen kann. Kohle nachzähle, was weiß ich, mein Tablet mit nahelege, wo ich die Rechnung oder mein EC-Zahlgerät oder und so weiter drauf und vielleicht in der Kasten ein paar Prospekte, Aufkleber, irgendwas, nein, also so ein bisschen halt, ja, sowas haben wir gedacht. Und wenn du das nochmal brauchst, da kommt, klappst es zu, dann hängt es nur 10, 12 cm von der Wand weg. Und das müsste eigentlich nur gehen. Und das bin ich jetzt da dran. Also jetzt hat er das einmal, mein Gedanke hat er jetzt mal sehr. Und jetzt geht's an die Ausführung. Ausführung war Nummer 1, war das. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Zwetschgenbaum im Garten gefällt und habe den aufgesägert und habe mir gedacht, das mache ich aus dem Zwetschgenbaum. Also das habe ich jetzt nicht gerade die schönsten Bretter da rausgekriegt, aber weil das halt auch so farbig irgendwie eine ganz coole Farbe hat und alles. Das war das Erste. Und dann das Mal, wo ich da rausgegangen bin und ich hab doch noch altes Holz, wo wir in der Hütte die Wandverkleidung gemacht haben. Da habe ich mir lauter solche Riegel aus altem Holz geschnitten. Und das habe ich mir jetzt gedacht, jetzt nein, wir machen das aus Altholz. Und da bin ich jetzt gerade dran am Ding. Und da habe ich mir jetzt schon mal ein bisschen so das grob da nachgelegt, wie diese Platte von vorne ausschaut. Und ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir einmal. Da würde ich jetzt ein bisschen was von der hinteren Seite abhobeln, dass die Fläche, weil die ja runterklappt ist, nachher den Tisch gibt, oder? Von innen, dass die ein bisschen sauberer ist, weil die, ja, das ist halt alles nur wildes, altes Zeug. Und dass das ein bisschen netter ausschaut, hobeln wir die jetzt einfach erst einmal auf einer Seite, auf der hinteren Seite, einmal kurz drüber. Und das machen wir an der Abrichte hinten. Wenn man nichts mehr sieht, dann braucht man eine Lampe. Hei, hei, hei.
blinder Hund. So, zusammenleimen. Zusammenleimen tue ich jetzt so, ich habe jetzt die unteren zwei tue ich noch mit Domino zusammen, weil da unter kommen, also mal den mal dahin, da kommt unter ja das Scharnier rein und dass das jetzt die ganze Belastung, da wird von dem Scharnier, wird von dem Brett einiges ausgeschnitten, dass da nicht die ganze Belastung auf dem einen ist, sondern das mit dem anderen mitgeht. Und darum machen wir da die Dominos rein. Und jetzt leimen wir mal zusammen. Stecker. Der Leim kommt auch schon raus. Naja. Gleich abputzen nachher. Das schon. Ja, das ist natürlich eine kalte Aktion gewesen. Naja. Wollen wir noch irgendwie hin? Ja, neues Werkzeug, gell? Muss man sich erst dran gewöhnen an das Zeug. Gut, einmal. Obwohl mit altem Holz. Winkel passt. Tipptopp. Einmal frei. Also. Nächste drum lassen wir. Ja, das wird schon passen. Ja, das Domino ist schon eine geile Sache, muss man sagen. Also ist schon. Würde ich jetzt mal so sagen, obwohl ich jetzt nicht viel gemacht habe, aber es ist besser wie das andere, wie der Lamello. Doch, würde ich schon sagen. So, jetzt nehmen wir ein bisschen den überschüssigen Leim weg, weil jetzt, wenn er frisch rauskommt, kann man mit Wasser, mit einem feuchten Tuch noch wegwischen. Sonst nicht mehr, dann ist er hart und na, ist es nichts. Und Leim auf Altholz ist jetzt auch gerade so prickelnd schön, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann machen wir Mittag, lassen wir das über Mittag trocknen und dann geht's weiter.
bisschen grob der Leim, was hinten ausgedruckt hat. Wieder wegmachen. So, und jetzt kommen die zwei Leisten links und rechts mal drauf. Genau. So, und da machen wir wieder Lamellos rein. Lamellos, ja, Schmarre. Und da machen wir Ding rein. Da hätten jetzt Lamellos auch gut gegangen. Aber jetzt kein Ding. Aber wenn du so schmale Dinge hast, passt, da geht es mit dem Lamello nochmal, weil du da, weil der Lamello viel zu breit ist, da hättest du da ausschneiden. Der Domino, der passt halt besser in die Mitte rein. Gell? Der ist da von Vorteil. Aber jetzt ist Wurst, jetzt tun wir einfach mal. Was nein? Und da haben wir den wieder her, den Burschen. So, dann. Wie machen wir denn den jetzt da drüben? Also das ist einfach geil. So, schaut jetzt das aus. Leim abputzen, fertig. Dann nächste Ding. Viel Gas geben. So. Ich glaube, das wird schon gut. Ne? Wie hast du das gekriegt, du Blödmann? Heieiei. Kack die Wand an. So, und jetzt heißt irgendwie das Hiebpuschen. Aber ihr werdet sehen. Ta-da-da-da. Ein Traum, oder? Geht ein bisschen langsam noch, da muss ich noch ein bisschen was verstellen, obwohl das ja wurscht ist, ob es langsam oder nicht. Aber. Ich hab's da noch hingebracht. Ich hab's, das ist jetzt zweit hundertprozentig schön, aber ich hab's da noch ein bisschen so reingepusht. Das hat da weiter runter müssen, weil er aus Brett verdreht war und ja, aber. Ja, da diese Dämpferdinger mit Magnet werden zu ober zugehalten, da und da, oder? Und es passt.
Wunderbar. Das war's für heute. Ich habe da noch ein bisschen Feinheiten vor, aber ich weiß nicht, ob ich morgen da dazukomme, weil morgen eventuell haben wir was anderes vor. Morgen tun wir mal einen freien Tag machen. Jetzt schauen wir mal, ob es das überhaupt klappt. Aber da geht es noch weiter. Da kommt noch, müsste ja noch irgendwie was reinkommen, wo man was. Ich weiß es nicht, da mache ich da irgendwie. Ja, das muss man noch, das werden wir noch sehen. Das würde ich euch dann ja weiter zeigen. Aber jetzt ist erst einmal das Kästler fertig. Fertig für heute. Es hat halt nicht jeder einen Laser, gell, wo man sich da irgendwelche Sachen ins Holz reinbrennt und alles. Da, Laser. An 20 Watt Lötkolbe habe ich. So ein Scheiß. Ja, ich bin da eigentlich bloß ein bisschen was am Rumprobieren. Meine Frau hat schon mehr zu mir schon gesagt, die ist da ganz sauber, ich bin, was ich da eigentlich, was ich da machen will. Und zwar da ein Schildler Schreiber Rezeption. Ich habe ja gesagt, meine Rezeption, das ist das Ding, wo ich dahinter gebaut habe. Ja, und zwar ist es jetzt auch so, heute, na, kap wieder gescheit, heute ist Donnerstag schon. Gestern haben wir ja heute schon gesagt, haben wir nichts getan, da haben wir, sind wir privat unterwegs gewesen, haben wir selber noch mal einen freien Tag gemacht und jetzt habe ich dies und das heute schon wieder gemacht, so wie alle. Und jetzt noch ein bisschen da weiter an meiner Rezeption. Ich bin schon am Schreiben. Ja. Wird dann so nichts. Aber ist ja wurscht. Also, genau, was haben wir denn da noch gemacht? Da sieht man gerade dahinter, habe ich noch so Zeug eingestellt. Da ist jetzt, da wird jetzt gerade was verleimt. Da habe ich mir so ein bisschen ein Gewicht draufgestellt, dass da ein bisschen. Genau, und da kommen nachher, in dem Fall, da kommen unsere Karten rein. Hinterein, da kommen unsere Bilder. Bei uns kriegen immer Gäste, Kinder kriegen immer Bilder von unseren Tieren. Sowas zum Beispiel, oder? Kommt da rein. Dann haben wir ja einen Aufkleber von unserem Dinghof. Haben wir auch, kommt da rein. Und unser EC-Kartengerätler. Na, lass laufen. Jetzt auch. EC-Karte, wenn jemand EC-Karte zahlen will, kommt das auch da rein. Also, und so haben wir da halt alles, alles drin, was man zum Abrechnen an der Rezeption braucht. So, und jetzt da eben mache ich das Schildle noch hin. Ich weiß nicht, ob ich es nachmache, aber jetzt mache ich es einmal und mal schauen, ob das funktioniert. Und oben drauf bin ich da gerade noch was am Zusammenleimen mit 1000 Zwinger. Da kommt noch oben drauf, kommt noch ein so ein kleines, wie sagt man, wo man DIN A4 Blätter oder kleinere, wir haben immer, wenn unsere Gäste Semmel bestellen oder so, schreiben sie das immer auf so einen kleinen Zettel. Bis jetzt legen sie es uns immer vor dir nach oder sonst was. Aber und das ist einfach ein Ding, dass man das da oben einstecken kann, dass man das dann sieht und nachher, genau, das ist jetzt der Plan und da bin ich jetzt noch dran. Jetzt, ja, das muss erst noch, das muss noch trocknen, das habe ich erst nachgehängt. Ja, und mein Schildler. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber mit so einem Lötkolbe da so schreiben, das geht ja eigentlich auch hin und vorne gut. Aber naja, jetzt werde ich einfach sagen, jetzt probiere ich es einfach weiter. Das Ergebnis werdet ihr dann sehen, wie das ausschaut. Also mir gefällt es auch noch nicht so richtig, aber das müsste irgendwie eine schönere Schriftart sein und nicht meine Sauklaue da irgendwie, weil ich habe jetzt was irgendwas draufgeschrieben, halt so schnell mal mit dem Bleistift da drauf und. Und das male ich halt jetzt einmal nach. Aber was ich schon gemerkt habe, das Holz ist zu hart. Irgendwie, da bräuchte es, glaube ich, ein richtig schönes, weiches Holz, das hätte besser gegangen. Weil, ja. Ja. Was man da alles macht, gell? Da, genau. Daher schauen, von daher. So. Voll dabei. Ich jetzt nicht auf, was ihr dazu sagt. Das ist doch Sprichwort. Jo. Jo. Rezeption haben wir. Nicht geil. Doch.
Sehr ich schön. Ich finde es auch nicht. Totale Begeisterung. Doch, das muss man ganz sehr. Ja, das. Ja. Wie du schon da hingehockt bist mit deiner Kappe, anders, schon mal gewusst, da ist irgendwas. Da ist irgendwas im Busch. Anders. Mit meinem Lötkolber. Hier da schon halb. Jo. Jo. Du musst ganz langsam, dass er überhaupt brennt, weil sonst. Was hast du da hinter meinem Rücken gemacht? Nix. Gut, oh Gott, ja noch. Was? Wenn der Schrank also wenn der zu ist und das Schild ist da dran, eine Rezeption, da laufen wahrscheinlich dann alle vorbei und sagen. Rezeption? Wo? Zurzeit nicht belegt. Das schreibe ich dann unter nach. Zurzeit nicht belegt, ja, besetzt oder wie? Was er da Harova alles macht, hä? Im Separi. Ist halt kalt da drin. So, wieder jetzt hier nicht. Bin am Freitag jetzt einmal im Werkstand hin und dort um alle Jahre wieder an der ganzen Melkzeit die ganzen Gummiteile wechseln, wo milchführend sind. Also Milchschlauch, die Milchschleiche, die Schleiche und innerdinnen der Zitzergummi. Dieses Teil, oder? Weil das ist ja ein Verschleißteil, das ist ja immer in Bewegung und tut ja praktisch die Zitze massieren, oder? Das macht immer so, zack, zack, dass das halt Milch rausdrückt, oder? Und das ist halt auch, das Verschleißteil ist ja Gummi und verschleißt mit der Zeit einfach. Und das sollte man jedes Jahr wechseln, auch die milchführenden Teile, wo vom Milchschlauch, wo Milch läuft. Weil das porös wird irgendwann einmal. So ein Gummi, ganz leicht, und dann in die poröse Stelle kann da Milch rein hocken und kann dann halt Keime in der Milch bilden und so weiter. Gell? Aber das ist alles noch gut. Also die Milch wird ja immer untersucht und da siehst du ja, ob wenn da irgendwas nicht stimmen würde oder so, tätst du das da gleich sehen. Aber das war jetzt bis jetzt alles noch locker gut. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, das zu machen. Also nicht bloß wegen dem, sondern einfach, ja. Wechselverschleiß, weil die Dinge ausleiern und dann nur mal so melken und alles. Und das ist halt nochmal das. Das muss einfach gemacht werden. Obwohl ich glaube beichten muss, dass das jetzt schon länger wie ein Jahr her ist. Also ich möchte da nichts sagen, ich weiß es nicht. Aber es ist gefühlt schon länger her. Und es wird jetzt die sagen, höchste Zeit, das zu machen. Und das ist jetzt da meine Arbeit heute. Also alles, wie wir ja gerade gesehen haben, so wie es auseinandergebaut wird zuerst einmal, oder? Das kommt jetzt in ein Reinigungsmittel rein zum Beispiel, weil da ist halt viel Kalk drauf auf dem Zeug, oder? Weil wenn man immer mit Wasser da herin herumspritzt, ist ja alles, sieht man ja da, oder? Das ist alles kalkig, gell? Und so ist halt die ganze Melkzeug, ist ja auch aus der Kalk. Innen ist es ja sauber, wird ja jeden Tag zweimal gespielt, oder? Im Reinigungsprogramm mit Kaltwasser vorreinigen, dann mit Heißwasser, mit Reinigungsmittel, Hauptgang und dann wieder mit Kaltwasser nachgereinigt. So ist ja die tägliche Reinigung, oder? Wo da ungefähr, wie lange läuft die, halbe Stunde oder so, läuft diese Reinigung. Gell? Und darum ist das alles immer hundertprozentig einwandfrei. Auch wenn das jetzt nicht stimmen würde mit der Reinigung, wenn da irgendwas jetzt stimmt oder so, würde ich in der Milch sofort merken. Weil die Milch wird ja jeden Tag oder jedes Mal, wenn sie abgeholt wird, wird sie ja untersucht. Auch
auf Fett- und Eiweißgehalt unter anderem, auf Harnstoffgehalt. Das hat jetzt eher, ist jetzt da nicht so wichtig mit der Hygiene, sondern da geht es um den Keimgehalt wird da untersucht. Da sieht man genau, wenn jetzt der irgendwie so ganz schleichend immer höher werden würde, dann hast du irgendwie irgendwo ein Problem drin. Das muss man dann halt beheben. Und für das sind die Untersuchungen halt auch, dass das einfach alles beste Qualität gibt. Okay? Und dass da kein Scheiß rauskommt. Ja, da fehlt er. Hey, Schnucki, schau da zu, was wir tun. Ha, was ist los? Okay. Jo, mei, jetzt, was kann ich euch da sonst noch zeigen? Das ist eigentlich immer das Gleiche. Das, was ich jetzt gemacht habe, jetzt mache ich das tue ich jetzt einmal Eiweiche, den mache ich auch noch. Jetzt mache ich erst einmal die Seite darüber und wird gemacht. Das tut jetzt ein bisschen Eiweiche, das wird dann sauber gemacht. Und dann kommen die neue Gummi, die ich dahinter habe, kommen dann drauf. Aber da mache ich nachher wieder an. Jetzt tue ich einmal da noch weitermachen und nachher sehen wir, was gut. Luftschlauch lassen wir da alte nicht. Der ist zwar jetzt aus und dreckig und Ding, aber da geht ja keine Milch und nichts durch. Das ist ja rein Luft, der wo in der Melkmaschine, also am Sammelstück, an dem Ding, der Trakt macht vom Melker. Das duck, 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 das wechselt er mal ab. Zugphase praktisch, wo es ziert und wo es wieder entlastet und wieder ziert, das macht dieser Luftschlauch. Okay? Und den muss man ja eigentlich, den tausche ich halt immer alle zweimal aus, weil der dann ja irgendwann auch mal ein bisschen porös wird. Und sobald der irgendwo anders Luft zieht, dann ist klar, dann funktioniert das immer. Aber der ist soweit noch okay. Und darum darf er eine ruhige Periode mitmachen. Weil der ist so, der Gummi von dem Ding ist so dick und das, ja, wie soll ich sagen, das Teil von der Melkmaschine ist auch relativ dick und das wird immer ein bisschen eine Würgerei. Und zumal immer, ich habe mich ja gerade da angeschlossen, da geht es schon, weil dahinter ist ja alles fest, da brauche ich was draufschieben, aber da dieses, ja, das ist all das Sammelstück entnehmen und den Schlauch und alles und das ist immer ein bisschen angefreit. So. Schauen wir mal, was geht. Oh ja, der geht ja sogar ganz geschmeidig. Der muss natürlich auch ordentlich drauf, weil sonst schlotzt er halt leichter wieder runter. Das ist nicht schön. Gut. So, fertig sind wir. Alles wäschen und zum Schluss noch einmal die Spülung, die automatische Spülung laufen lassen, dass einfach alles sauber wieder ist. Weil doch innen, die Gummis sind ja neu, da weiß ich auch nicht, was da alles drin ist. Und die habe ich auch zum die Schaugläser neu machen, habe ich auch so ein Melkfett genommen, oder? Und das ist natürlich innen auch verschmiert, dass das Fett auch rauskommt. Wäre zwar jetzt schlimm, weil das ist ja Melkfett, das tut man ja an der Sitze auch nach, aber trotzdem, ich will einmal sauber durch, nachher kann man nachher sauber melken. Okay? Okay, dann war's das für heute.
Tadadada. Und jetzt zum Schluss muss ich euch noch zeigen, was ich da alles gemacht habe, oder? Und so schaut es jetzt aus, meine Rezeption. Mit Briefhalter oder wie auch immer, was man da an. Ja, das ist ein bisschen hauffällig, weil das Holzerding so rau ist. Ja, und da meine. Mit Tischler, mit Karten drin, mit Bildern drin, mit Kugelschreibern drin, mit Aufklebern drin, mit dem EC-Zahlgerät drin. Alles denn da, was eine Rezeption braucht. Wen redest du? Was? Du musst auch noch eine Meinung zum Ding sagen? Ich mag nicht immer da reingucken. Also dann schau halt an die Wand. Ne? Also. Dieses Teil, das ist der Hammer und du möchtest einen Erfinder Orden kriegen, weil ich es wirklich krass finde. Wirklich sehr krass. Danke. Nett, gell? Mhm. Also das ist jetzt der Erfinderorden für die mobile oder die platzsparende Rezeption. Rezeption, genau. Gell? Sehr cool. Habe ich vorhin schon gebraucht. Gut, also, dann war es das auch für das Video. Morgen gibt es nichts. Morgen bin ich privat oder geschäftlich unterwegs noch. Also da filme ich auf jeden Fall nichts. Aber dann geht es nächste Woche wieder weiter. Gell? In diesem Sinne sage ich, pfiat euch und habe die Ehre. Bis demnächst.